Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Agaia. Und ja, heute werden wir mal wieder den Boss-Summoner benutzen. Und zwar werden wir heute uns mal ein Farmtier besorgen, denn ich brauche Metall. Und weil sich das gerade so anbietet und wir, ich sag mal, alle effektiven Tiere mittlerweile, außer die Wyvern, schon haben, meiner Meinung nach. Also das hier brauche ich nicht, den Phönix brauche ich nicht und den Quetz kann man mal überlegen. Aber ich brauche einen Ankylo und weil ich keine Lust habe, ins Redwood zu gehen und mir dort einen zu zähmen, werden wir hier mal den Forgotten Anki uns ja spawnen. Und der hat auch den Vorteil, wenn man den, ja, ich habe es ja in der letzten Folge angesprochen, wenn man den dann mal evolven kann, dann kriegt man mit dem, ich glaube, viermal mit dem stärksten Evolutionsstufe, also dem T3, kriegt man, das hört sich total bescheuert an, kriegt man dann viermal so viel wie mit einem normalen Ankylo oder so. Irgend sowas in der Art. Also man kriegt gestaffelt immer mehr aus den, ja, aus den Steinen raus. Und ja, welches Level hat er eigentlich? Bitte sei... Oh, wir haben so ein Glück. 580. Meine Güte. Das hätte jetzt auch ein 100er oder so sein können. Was jetzt nicht so schlimm gewesen wäre, aber... Okay, das ist schon krass. Warum hänge ich hier eigentlich rum? Bei einem Ankylo. Mit 15.000 Torpor. Der liegt doch eh sofort. Aber was mich eher interessiert, ist dann jetzt gleich, wie viel der rausbekommt aus dem ganzen Zeug. Jung, willst du immer noch nicht umkippen? Ach doch, ein Schuss. Gut. So, wir hängen mal nicht mehr da ab. Kastieren noch ein bisschen Schaden. So, und jetzt kippt er um, oder? Ja, genau. So, was futterst du denn jetzt eigentlich? So, Forgotten Anki T1. Der hat kein Geschlecht, also kann man die leider nicht breeden. Gut, ich glaube, das ist bei den Bosschen generell ausgestellt. Und wie gesagt, mal zu gucken, wie viel Schaden der jetzt macht. Das ist ja immer so die Sache bei den Core-Mods. Schaden, Damage, darum geht es ja meistens. Oder auch die Geschwindigkeit, wie ich finde. Oder halt auch Leben. Ja, halt so generell diese Stats, die man halt am besten benutzen kann, sag ich mal. Warum hole ich eigentlich Zeug, wenn ich doch das hier dabei habe? Oh Mann. Gut, der hat jetzt 18.000 Leben. Ja, also ich sag mal, normale Ankylo-Stats. Aber die Sache ist halt die, was hat der halt jetzt, wie gesagt, drauf? Ich würde sagen, ich mache dann mal einen Sattel für den. Und dann werden wir mal... Ja, ich mache einen Sattel, hole einen Teleporter. Und dann werden wir mal irgendwo hingehen, wo wir ein bisschen den Ankylo testen können. Und vorher auch mal gucken, geben so im Fight, wie viel Schaden er macht. Und ja, ich würde sagen, ich mache hier kurze Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Und ja, da geht's weiter. Wir haben jetzt hier ein Problem. Ich habe keine Heal Potions dabei. Und wir haben hier einen wütenden Dreadful Skorpion. Aber ich hab einen guten Sattel hier drauf gemacht. Also der dürfte nicht viel Schaden nehmen. Hoffe ich mal. Aber 500 Damage ist schon mal in Ordnung. Als Test jetzt schon mal. Eigentlich der Skorpion kommt doch ganz recht. Muss ich sagen. Nein, geh weg. Oh oh. Ah nee, doch. Den kriegen wir down. Den kriegen wir down. Der hat halt das Problem. Bei dem Ankylo ist halt... Oder Problem. Der Nachteil ist, gegenüber den Dreadful und so Tieren, sie ist halt, die haben halt keine Spezialfähigkeit. Die haben natürlich nur ihre. Ja. Die Mann sind eigentlich ganz normale Tiere mit verstärkten Stats, sag ich mal. So, wir gucken jetzt mal, wie viel wir hier rausbekommen. 500 nur? Ernsthaft? Das ist aber jetzt in meinen Augen nicht mehr als mit einem normalen Ankylo. Es kann auch sein, dass der T1 einfach nicht besser ist als ein normaler Ankylo. Also der T3 ist auf jeden Fall besser, das weiß ich. Aber beim T1 kann es auch sein, dass der noch ganz normaler Standard-Ankylo ist. Mit, ja, anderem Aussehen, sag ich mal. Aber das ist ja halb so wild. So. Gehen wir mal ein bisschen auf Leben, aber tendenziell wird der einfach zum Tragen da sein. Und mal ein bisschen auf Movement. Okay, so. Also, ich muss auch wieder sagen, das ist jetzt die zweite Folge, die ich jetzt hier aufnehme. Und ich muss sagen, ich bin schon wieder enttäuscht. Also ich dachte, der Ankylo würde stärker sein. Und man könnte mit dem mehr machen. Aber die Stats sind jetzt nicht so gerade die Bombe. Die
Ja gut, Melee Damage, ja gut. das ist natürlich ganz hoch, aber sonst. Der sieht nice aus, aber mehr auch nicht. Ja. Ist, wie gesagt, ich bin enttäuscht. Also wie mit der Wyvern bin ich nicht gerade begeistert davon. Lass mich in Ruhe. Denn, ja, also die Mod hat ihre Stärken und ihre Schwächen, wie ich finde. Das ist jetzt so, ja. Es gibt halt die guten Tiere und die schlechten. Aber gut, ich will jetzt gar nicht lange um den heißen Brei herumdrehen. Wir gehen jetzt zurück zu Base. Dann sind das jetzt erstmal zwei etwas kürzere Folgen hintereinander. Aber, ja. Ich möchte halt immer so ein Tier in Fokus in einer Folge immer haben, denn so ist das, denke ich mal, besser auch zu finden, wenn man danach mal irgendwie so generell sucht. Und so habe ich dann auch eine Struktur von den Tieren, welche ich durchgearbeitet habe und welche nicht. Und ja, dann belassen wir das mal hierbei. So, gehen wir mal zurück. So, jetzt wird es gleich ein Leck geben. Weil das ist immer so. Diese Mod hat so das Problem, die bringt das Aufnahmeprogramm komplett durcheinander, zumindest beim Video. Also jetzt sind wir hier unten. Mist, ich muss nochmal einen Teleporter bauen, der dann da oben steht. Ist mir ebenso eingefallen, könnte man ja mal machen. Oh, erstmal gehen wir doch mal ein bisschen auf Movement Speed. So, dann muss halt der dann noch später nach da oben. Und ja, das war es dann eigentlich schon heute mit der Folge. War jetzt nichts Besonderes. Ich dachte, da käme jetzt was Cooleres eigentlich schon raus. Aber gut, kann man nichts machen. Ist halt so. War jetzt auch mal eine gute Erfahrung. Also es gibt halt, wie ich schon gesagt habe, die starken Tiere oder die Tiere, die sehr cool sind. Und dann halt auch sowas wie ein Ankylo, der eigentlich nur ganz normal ist. Der halt ein bisschen mehr Melee-Damage hat, aber mehr auch nicht. Das ist halt, ja. Was soll man da groß noch zu weiter sagen? Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung da und dann bis zur nächsten Folge. Arc Gaia. Bis dann. Ciao. Lol, der kann ja hüpfen. Der kann hüpfen. Das kann er zumindest. Aber gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.